Früh aufstehen, heißt es für die rund 15 Frauen des Frauenbunds Rottal-Münster am Fronleichnamstag. Um 6 Uhr morgens geht es schließlich los, wie jedes Jahr. In mühevoller Kleinarbeit fertigen sie einen kunstvollen Blumenteppich an. Zur traditionellen Prozession gehört das ganz einfach dazu. Also ich schaue erst einmal, was jahreszeitmäßig an Blumen da ist. Heuer haben wir Rosenjahr, also wir haben unendlich viele Rosen gehabt. Und nachdem suche ich mir dann ein Motto. Also es ist meistens ein Kelch oder ein Hostie ist dabei oder ein Heiliger Geist oder Fische, also irgendein christliches Motiv. Und dann schaue ich halt, wo ich die Blumen kriege, die dann passen. Christel Miedl leitet die Aktion als ehemalige Frauenbund-Vorsitzende federführend. Und das schon seit mehr als 25 Jahren. Das Naturmaterial sammeln sie zusammen mit den Frauen einige Tage vorher. Nicht willkürlich ausgesucht, sondern mit System. Und Liguster ist der Unterbau, also zuerst einmal groß. Das holen wir am Tag vorher schon bei der Sogerin. Und dann haben wir Liguster, das schneidet der weiße Semmeran einen Haufen. Dann, das braucht man zum Unterbau. Und dann drauf kommt dann das Motiv, das man, ja, das ich halt ein bisschen aufzeichnet dann und das wir dann hernehmen. Was klein begonnen hat, ist von Jahr zu Jahr immer größer geworden. Und heute misst der Blumenteppich mehr als 10 Quadratmeter. In 2 Stunden sind die Frauen fertig mit ihrem Kunstwerk. Eine Arbeit, die sie jedes Jahr immer wieder gerne tun. Ja, ich finde, es ist sehr wichtig, die alten Traditionen beizubehalten. Wenn wir es mir nicht mehr taten, wer tat sonst? Und alles geht verloren in der heutigen Zeit. Einfach zwecks der Gemeinschaft beim Freien Bund. Ich bin dabei, weil das sind schöne Sachen. Jetzt ja, haben wir einen anderen Teppich und man sieht dort, was die Blumen alles machen kann. Weil ich eigentlich die Fronleichnamstradition aufrechterhalten möchte und unser Christel wurde immer den Teppich gestaltet oder plant auch und möchten wir unterstützen. Wir sind eine tolle Gruppe und sollen eigentlich mehr junge Leute nachkommen und dann bleibt es noch lange Jahre erhalten. Also es ist immer wieder schön, dass wir alle miteinander sowas gestalten. Es ist toll, wenn viele Hände zusammenhelfen und so kommt dann so etwas Tolles wie dieses Bild heute raus. Pfarrer Jörg Fleischer ist mehr als zufrieden mit dem Ergebnis. Ein Danke an die Helferinnen gibt es schon vor dem Gottesdienst und der anschließenden Prozession. Und die kann er dann mit den Gläubigen blumenprächtig und farbenfroh feiern.